In einer Schachtel befinden sich 16 Pfefferminzbonbons und 23 Zitronenbonbons. Wie viele Zitronenbonbons müssen aus der Schachtel entfernt werden, damit die Pfefferminzbonbons 80% des restlichen Inhalts ausmachen? Stellen wir uns das so vor: Hier ist die Schachtel. Sie enthält 16 Pfefferminzbonbons und 23 Zitronenbonbons. Wenn wir die Anzahl Zitronenbonbons, die entfernt werden, x nennen, dann erhalten wir diese Gleichung. Insgesamt bleiben dann in dieser Schachtel die 16 plus 23 Bonbons, die drin waren am Anfang, minus die x Bonbons, die wir entfernen. Und 80% von dieser Anzahl Bonbons, das macht die Anzahl Pfefferminzbonbons. Hier können wir den Bruch durch 10 teilen. Wir können also kürzen. Diese 10 setzen wir links rüber, wo sie multiplizieren wird. Dann haben wir links 10 mal 16, also 160. Diese 8 setzen wir auch links rüber, wo sie teilen wird. So erhalten wir als Gleichung 160 geteilt durch 8, das heißt 20, gleich diese 39 minus x. Diese 20 setzen wir rechts rüber und minus x setzen wir links rüber und somit erhalten wir als Gleichung x gleich 39 minus 20, das heißt 19. Demzufolge ist Antwort D die richtige. Im nächsten Tutorial werden wir eine weitere Frage der Mathematik-Olympiade beantworten.